Willkommen zurück zu einer neuen ultra-amerikanischen Folge Mafia 2. Freut mich, dass du da draußen ultra-mega-stark wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte ultra-geile Video bewertet haben. In der letzten Folge sind wir hier in der Bar stehen geblieben und unser guter Freund Joe hat mal wieder die Kontrolle verloren und den Barkeeper schossen. Ach Joe, du machst mir Sorgen. Du machst mir Sorgen, Alter. Ich meine, wie soll das mit dir weitergehen? Jetzt kann ich schon wieder eine Leiche entsorgen. Er verliert wirklich die Kontrolle. Ich mache mir jede Menge Gedanken darüber, was wir mit dem anstellen können. Aber wenn ihr euch Sorgen um mich macht und haben wollt, dass es mir gut geht, dann lasst doch mal eine Bewertung da. Nehmt euch die Sekunde, geht ganz schnell, macht mich glücklich, hilft dem Projekt Mafia 2 und natürlich dem ganzen Kanal. Dann stopfen wir aber das Ding hier mal rein. So, Achtung, Fingerchen. Gut, ich habe eine Leiche hinten drin und ich muss schon wieder Joe nach Hause fahren. Besoffen, wie immer eben. Wie viele Leichen ich nachts entsorge. Das ist schon kriminell. Ey, du! Achtung! Alter, der raucht hier seine Kippe. Ganz cool. Ohne mit der Wimpern zu zucken. Und da kommen Doppelbullen, Dreifachbullen. Überall sind Bullen. Empire Bay. Warum? Was habe ich getan? Warum drehen die jetzt durch? Was habe ich getan, Freunde? Wie jetzt? Weil ihr kein Like habt dagelassen? Leute, ihr sollt schon bewerten. Also, sonst kommt die Polizei und jagt mich. Könnt ihr nicht bringen. Ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Habt ihr das gerade gesehen? Der wollte regelrecht auf mein Auto springen. Die sind alle wahnsinnig und selbstmordgefährdet. Ihr müsst das Ganze hier unterbinden. Ich bin das Opfer hier. Ey, wenn die uns anhalten, dann haben wir richtig ein Problem. Dann haben wir richtig ein Problem. Wow, die fahren uns immer noch hinterher. Und wir sind unsichtbar. So, Joe. Du willst gar nicht reden. Nichts dazu sagen. Gar nichts. Nicht mal ein bisschen was. Er schämt sich einfach nur. So kenne ich ihn gar nicht. Normalerweise hat er immer einen Spruch auf den Lippen. Er muss mir irgendwas reindrücken. Aber heute hält er einfach mal nur die Fresse. Tja, ist vielleicht besser so. Langsam häufen sich nämlich diese Leichen in Kofferräumen. Und den Barkeeper wird garantiert jemand vermissen. Joe. Man wird Fragen stellen, Joe. Fragen, auf die wir keine Antworten haben, Joe. Ich bin müde. Ich will ins Bett. Kann ich heute Nacht bei dir pennen? Ich habe nämlich keinen Bock, jetzt noch nach Hause zu kutschen. Naja, wir sind ja beinahe da. Wenigstens waren wir sehr schnell bei der Bar. Ich muss sagen, das Spiel sieht bei Nacht richtig schön aus, oder? Weil die Lichter so schön sind. Ich habe extra hier so Vintage-Lichter reingemacht. Die sind nicht so grell und hell. Ein wenig gelblicher, wie es eben früher war. Gut, wir sind da. Erschieß bitte keinen auf dem Weg zur Haustür, ja? Danke, Vito. Und hey, tut mir leid wegen... Hör mal, ruf mich morgen an, ja? Und jetzt nach Hause? Nein, die Leiche loswerden. Na gut. Na gut. Ein ganz normaler Abend in meinem Leben. So gestaltet sich mittlerweile jeder Abend bei mir. Joe abliefern, Leiche verbuddeln, verdreckt nach Hause fahren, duschen, ins Bett, aufstehen, Anruf bekommen. Hey Vito! Ja, die Mafia. Ah ja. Was gibt's heute? Och, Menschen umbringen. Sachen klauen. Den Wagen durch die Gegend heizen. Dann am Ende Leichen verbuddeln. Und deine besoffenen Kumpels verarzten. Und
wo werde ich das Ding jetzt los? Auf dem Schrottplatz oder wie? Anscheinend, oder? Anscheinend gehen wir wirklich auf den Schrottplatz. Ist das ein guter Ort, um eine Leiche loszuwerden? Na, nicht mein Problem. Nicht mein Problem. Alter, wir werden die ganze Karre los. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr drastisch. Aber auch nicht mein Problem, ist ja nicht meine. Gott sei Dank. Gut, pressen wir das Ding. Warum habe ich dafür Geld bekommen? Gar nicht mal so wenig. Okay. Okay, machen wir es auf die anständige Art. Verdammt! Ah, oh, echt jetzt? Smith Deluxe Kombi. Bin ich mal gespannt, wie sich das Ding fährt. Ich vermisse meinen Jeep. Nein, kein Radio. Ich würde voll gerne Radio hören. Super gerne. Ja, ich hätte voll Bock auf Radio. Weil die Musik einfach geil ist. Aber verboten. Klar würde ich jetzt gern einen Schwarzen rumschreien hören. Wer nicht, aber verboten. Was richtig nervt. Hoffentlich bin ich schnell daheim. Achtung! Hinter mir natürlich mal wieder die Bullen. Ich frage mich, warum die Entwickler von Mafia so besessen sind von der Polizeigewalt. Ich meine, in keinem Spiel gibt es mehr Bullen als in Mafia 2, oder? Lass das mal fahren! Ich steig aus und schieße in den Kopf. Was sagst du denn dann? Entschuldigung! Ich habe Entschuldigung gesagt, okay? Oh, oh, no, 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 no. No, 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 no. Da drüben geht's hin. Das Bett ruft. Und ich freue mich. Ich freue mich richtig. Eigentlich müssten wir jetzt so gut wie da sein, oder? Sag mal, verfolgen mich die verdammten Bullen da hinten? Ah, fahr mir ja nicht rein. Mit der Kutsche hier brauche ich nämlich ewig, bis ich da bin. So, wollen wir den Kombi behalten? Na, komm. Ich parke ihn. So, aber jetzt. Aber jetzt, Gott, das habe ich mir verdient. Das war echt ein verdammt harter Tag. Ich meine, das war alles in einem Tag. Die Explosion, die Morde. Oh, endlich Kapitel 11. Ein Freund von uns. Villa Scaletta. Wer zum Teufel ist das? Wie jetzt? Kein Telefon? Klingeln? Normalerweise ist es doch immer das Telefon. Oh oh. Ach. Schau mal an. Ach, echt jetzt? Wirklich? So, hier. Hey, Vito. Lang nicht gesehen. Stimmt. Lange her. Was willst du, Henry? Lass trinken.
Nehmen wir mein Auto. Na, arbeitslos? Darf ich mal nicht fahren? Oh, das wäre geil, Mann. Ach nö, ich muss auch fahren. Warum muss ich immer fahren? Das ist dein Auto. Tot ist, weißt du wohl. Wie alle anderen auch. Hör mal, Vito. Ich weiß, dass Falcone was damit zu tun hat. Und ich mache mir Sorgen, dass er den Rest der Familie auch auslöschen will. Und was geht mich das an? Naja, also, du wurdest doch eingebuchtet. Tut mir leid, was dir Clementi angetan hat. Aber er hat gekriegt, was er verdient hat, oder? Der alte Drecksack ist mir doch scheißegal. Ich könnte mir auch vorstellen, für Falcone zu arbeiten. Weißt du, du willst bei uns einsteigen? Ja, und da du für ihn arbeitest, dachte ich, dass du... Hey, könntest du vielleicht ein gutes Wort für mich einlegen? Ja, sicher. Joe und ich können für dich bürgen. Danke, Vito. Hast was gut bei mir. Boah, ich hätte beinahe jetzt hier das Radio vergessen. Und? Wie läuft's so? Bevor mein halber Bekanntenkreis umgelegt wurde oder danach? Diese Geschichte in dem Hotel, darüber weißt du nicht zufällig was. Keine Ahnung, wovon du redest. Komisch. Ein Kumpel von Joe wurde damals auf dem Parkplatz kalt gemacht. Und da habe ich mir gedacht, ihr zwei wärt mit von der Partie. Ein Kumpel von Joe? Wen meinst du denn? Du weißt schon, der blöde Arsch, der ständig mit Joe bei Freddy war. Wie hieß der nochmal? Mikey, Mickey, ach, scheiß drauf, irgendwie so. Du meinst Marty? Ja, so hieß die kleine Ratte. Hatte eine Stimme wie Minnie Maus. Ach ja, davon habe ich gehört. Und du warst damals bestimmt nicht dabei? Ganz sicher nicht? Sagen wir es mal so. Ich und Joe waren damals unterwegs, was für unseren Boss erledigen. Mehr sage ich dazu nicht. Weißt du was? Ist sowieso egal. Aber tu mir einen Gefallen, ja? Sicher. Leg dir nächstens eine bessere Tarnung zu als den peinlichen falschen Bart. Ihr zwei Idioten wart meilenweit zu erkennen. Mann, könnten wir nicht ein andermal darüber reden? Oder am besten gar nicht mehr? Ja, schwamm drüber. Hast nur deine Arbeit gemacht. Genau, war nur ein Job. Hast du auch manchmal das Gefühl, dass du in einer anderen Branche besser aufgehoben wärst? Ehrlich gesagt, nicht wirklich. Dies hier ist mein Leben. Das ist, was ich kann. Ja, und ich vermute, es bringt ein bisschen mehr Geld als Taxifahren. Ich hatte überlegt, nach dem Hoteljob die Stadt zu verlassen. Aber wo soll ich hin? Was soll ich machen? Deshalb bin ich zu dir gekommen. Ich war deine letzte Hoffnung, wie? Danke. Hey, nur mal so, wieso kommst du zu mir und nicht zu Joe? Sieh mal, Joe ist zuverlässig. Aber ich möchte nicht unbedingt, dass er mich vertritt. Du verstehst? Ja, da kann ich dir nicht widersprechen. Ja, aber ich liebe Joe. Da war eine rote Ampel. Ja und? Wir sind Gangster. Was habt ihr immer mit euren roten Ampeln? Da war noch eine, siehst du? So gehe ich damit um. Da scheiße ich doch drauf. Nun, Henry. Oh, Mr. Falcones Wagen. Ups. Das tut mir aber leid. Hey. Hey, Vito. Hast du meine Kohle? Ich halte immer mein Wort, oder? Hier, gib nicht alles auf einmal aus. Danke. Wo ist Joe? Er war eben noch hier, ist gerade raus, wirkte ziemlich angepisst. Das hat er wohl häufiger in letzter Zeit. Ach, ist das ein Wunder? Hör mal, ich muss was mit dir besprechen. Nur wenn's wichtig ist. Mich hält im Moment Vinci auf Trab. Er führt irgendwas gegen uns im Schilde und keiner weiß was oder wieso. Ich muss das rauskriegen. Hör mir trotzdem erstmal zu. Okay, schieß los, aber mach's kurz. Ein ehemaliger Clementi-Mann hat mich kontaktiert. Er will wissen, ob wir den Rest von Clementis Männern auch noch ausschalten wollen. Das ist gut. Soweit ich weiß, hat der Boss im Moment nichts in der Richtung vor. Es sei denn, sie machen irgendwelche Dummheiten. Er hat mich außerdem gefragt, ob er für uns arbeiten kann. Ja? Wer ist er? Ein Freund von dir oder was? Wir haben ein paar Jobs zusammen erledigt. Er versteht sein Handwerk. Okay. Er soll mal vorbeikommen. Tja, er wäre gerade hier. Tatsächlich. Na gut, bring ihn her. Eddie, Henry Tomasino. Henry, das ist Eddie Scarper. Sehr erfreut, Mr. Scarper. Sag nicht Mr. Scarper, meine Freunde nennen mich Eddie. Komm, setz dich, Henry. Also, Vito sagt, du würdest gern für uns arbeiten. Ja, ich hab grad nichts zu tun. Und was früher mal war, ist Schnee von gestern. Eine kluge Einstellung. Aber zuerst mal, Henry. Hacken Clementi und Vinci etwas gegen unsere Familie aus? Okay. Normalerweise halte ich mich bei sowas hier raus. Aber ich war mal mit Luca Garino bei Leo Galanti.
Und Luca erzählte dauernd, Falcone wäre in irgendwelche krummen Geschäfte verwickelt und dass man etwas dagegen tun sollte. Ich schätze, er wollte Vinci gegen euch aufhetzen. Diese Drecksau. Der dealt doch garantiert selbst, aber schimpft trotzdem dauernd über Drogen. Er weiß genau, dass Vinci was dagegen hat. Wahrscheinlich hat er den Alten eingeseift. Aus diesem Grund will er uns jetzt ans Leder. Wir müssen ihm zuvorkommen. Wieder mal? Hey, wenn wir nicht handeln, handelt Frank. Aber erstmal müssen wir Galanti beseitigen. Ohne den ist Frank erledigt. Leo? Ich wollte dich da raushalten, aber mir fiel sonst keiner ein, der so eine Nummer durchziehen kann. Jetzt würde ich sagen, das wäre doch die perfekte Gelegenheit für Henry mal zu zeigen, was er drauf hat. Was sagst du dazu, Henry? Machst du das? Wenn das heißt, dass ich dann dabei bin, klar. Einverstanden. Beseitige Leo. Und was ist mit dir, Vito? Ich würde mich wohler fühlen, wenn du Henry begleiten würdest, damit alles glatt läuft. Heißt ja nicht, dass du selbst Hand anlegen musst. Fahr einfach hin, warte, bis alles erledigt ist und fahr zurück. Aber falls das ein Problem für dich ist, frage ich gern jemand anderen. Was meinst du? Tut mir leid, Eddie, ich kann das nicht. Leo war im Knast wie ein Vater zu mir. Ja, ich verstehe. Da musst du wohl auf Vito verzichten, Henry. Hol dir Hilfe, wenn du willst, aber es darf auf keinen Fall auch nur der kleinste Verdacht auf uns fallen. Leo wohnt in Highbrook. Keine Sorge, wird heute noch erledigt. Okay, dann mach dich auf die Socken. Bis später, Eddie. Gut, dass du den hergebracht hast. Selbst wenn das vermasselt wird, keiner uns verdächtigen. Ich glaub nicht, dass Henry es vermasselt. Umso besser. Tja, Vito, sonst habe ich heute nichts für dich, aber komm morgen wieder, okay? Ja, bis dann, Eddie. Bis dann. Oh, scheiße, die wollen wirklich Leo kalt machen, aber Leo war doch wie ein Vater für mich. Warne Leo. Oh, echt jetzt? Du stellst dich gegen deine eigene Familie? Vito, 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 du weißt, es kann auch böse für dich enden. Es kann sehr, sehr böse für dich enden. Na, schmeckt das Essen? Freut mich. Es müsste ja noch so ein System geben, wie man eigene Läden... Mr. Scarletta, was immer ich auch getan habe, es tut mir leid. Ach, echt? Okay. Was hast du denn getan? Was hast du getan, ha? Du machst mich nervös? Willst du mich nervös machen? Ciao, Mr. Scarletta. Es wäre geil, wenn es hier noch so ein System geben würde, dass man halt Läden besitzen könnte. Das wäre schon irgendwie cool. Allgemein hätte man das Spiel auf jeden Fall noch ein bisschen erweitern können. So ein kleines Mafia-System würde mich doch schon sehr reizen. Na gut, ich habe ja eh keine Zeit. Aber da vorne waren wieder mal die Bullen. Verdammt. Ja, komm schon. Hat das jemand gesehen? Ich habe nur meine Schlüssel verloren, okay? Für alle, die Fragen stellen, Schlüssel verloren. Aber jetzt muss ich Gas geben. Komm, was wolle. Ich will Leo die Eier retten. Und Leo ist ein Guter. Leo ist echt ein Guter. Ach, wie die scheiß Raubfische. Zerfleischen sich alle gegenseitig. Eieieiei. Und die Polizei. Und Stoff geben. Oh Gott, die halbe Zeit ist schon rum. Ganz da oben hin. Achtung, Bullen. Wort der Folge, Achtung, Bullen. Satz der Folge. Bullen. So, hier muss ich rum. Kann man noch schaffen. Henry ist ein eiskalter Mother F. Wow, 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 easy. Oh, oh Gott. Oh, oh mein Gott. Geil. Ey, ich komme nicht vorwärts, ich komme nicht rückwärts gerade. Hat da jemand gerade gesagt, Schuhe zum halben Preis? Oh, Kacke. Muss hier rüber. Gott, ist das knapp. Das ist super knapp. Oh, die Karre fährt auch jetzt irgendwie gar nicht mehr richtig.
Ah, komm schon! Jetzt fängt das auch noch an zu ticken! Und zu blinken! Och nö. Das wäre so mies, wenn ich es jetzt versaue wegen einem Fitzelchen. Oh mein Gott. Ah, ich erinnere mich an dieses Scheiß. Ja, ich erinnere mich. Immer wieder gern, Mr. Das war so eine richtig knappe, ekelhafte Fahrt, wo du keinsterweise. Oh, das ist gut. Jetzt steht hier ein Auto, ne? Ich hätte den Barkeeper nicht bedrohen dürfen und hatte halt Pech mit dem verdammten Fahrzeug. Weil da darf man wirklich nicht trödeln. Da zählt alles. Oh, die zieht. Alter, die zieht. Aber ich will auch eben keinen Ärger mit der Polizei. Weil wenn die mich verfolgt, bis zum Anwesen, dann ist richtig mies. Dann kann ich nämlich, glaube ich, auch nicht die Mission weitermachen. Alter, das Baby ist so schnell. Ist ja Wahnsinn. Halbe Zeit rum, Bullen bin ich los. Alright. Oh Gott. So, kleine Abkürzung. Jetzt darf hier echt nichts schief laufen. Aber es sieht gut aus. Hier waren wir schon am Ticken und Blinken. Am Taxi vorbeigezogen. Ja, das müssen wir hinkriegen. Das war letztes Mal auch ganz, ganz knapp. Alter, dieses Fahrzeug, es war super schnell, aber es gerät halt auch super schnell außer Kontrolle und ins Schleudern. Na, noch bin ich nicht da. Nein! Oh. Die letzten Meter! Leo! Leo, bist du da? Leo! Wie zur Hölle kommst du hier rein? Hau ab oder ich schieß dir ein zweites Leo, Loch in Leo, Arsch. Lass das! Ich bin's, Vito! Vito? Verdammt, was machst du hier? Du hättest vorher anrufen Leo, sollen! Leo, wir haben keine Zeit! Sie wollen dich aus dem Weg räumen! Du musst weg hier! Was? Komm rauf, Vito! Hier kriege ich kalte Füße! Willst du was trinken? Ob ich einen Drink will? Sag mal, hast du sie noch alle? Okay, was ist los? Hör zu, Falcone will dich ausknipsen. Die Jungs sind gleich hier, du musst abhauen. Was? Warum denn das? Falcone hat gehört, dass Vinci gegen ihn vorgehen will, weil Clementi gelogen und behauptet hat, er sei im Drogengeschäft. Gelogen? Vito, Carlo Falcone ist im Drogengeschäft, jeder weiß das. Clementi wollte da unbedingt mitmischen, darum hat Falcone ihn beseitigt. Jetzt will er uns auch loswerden, bevor wir was gegen ihn unternehmen. Woher weißt du das? Ich habe meine Quellen. Wieso bist du nochmal hergekommen? Wieso? Sag mal, wirst du jetzt senil? Sie wollen dich loswerden! Gott, hör auf zu quatschen, zieh dich an und lass uns abhauen! Wieso schalten wir nicht einfach die Killer aus, die Carlo mir schickt? Wir sind doch im Vorteil. Sie denken, wir sind ahnungslos. Das ist unmöglich. Ich kenne den Typen, ich habe ihm den Job verschafft. Was? Du heuerst einen Freund dafür an? Nein, nicht direkt. Ich habe keine Zeit, es dir zu erklären. Er wird gleich hier sein. Gut, warte hier. Ich ziehe mich an. Verdammt, zu spät. Sie sind da. Oh, scheiße. Henry darf mich hier nicht sehen. Wir müssen uns verstecken. Schnell. Oh Gott. Entkomme mit Leo. Warum haben die alle so riesige Häuser? Leo. Der Alte ist noch fit, oder? Hast du Playboys, Leo? Nur eine Frage. Hätte ja sein können. Ich bin Sammler. Leidenschaftlicher Sammler, verstehst du? Oh, Leo! Du kleines Schweinchen.
Der ist aber niedlich mit Grübchen. Oh, ich liebe Grübchen. Dusche verstecken. Das ist nicht gerade die beste Idee, Kleiner. Doch, was machst du hier? Okay, ganz ruhig, Es geht Henry. Nur um Playboys. Die Waffe runter und schick die Jungs weg. Ich erkläre dir alles. Jungs, ihr wartet draußen. Wenn ich in ein paar Minuten nicht rauskomme, schaut mal nach. Hinsetzen. Was läuft hier, verdammt? Hör zu, Henry. Leo ist ein Freund von mir, okay? Er hat mir im Gefängnis praktisch das Leben gerettet. Ohne ihn wäre ich nicht in der Familie. Ich wusste nicht, dass Eddie ihn loswerden will. Ich musste ihn warnen. Das musst du verstehen. Ja, aber du musst verstehen, dass ich mir keine Fehler leisten kann. Wenn ich Leo laufen lasse, denkt Falcone, ich habe ihn absichtlich beschissen und verdammt, leg mich... Henry, ich bin dein Freund. Ich würde dasselbe für dich tun. Das hat nichts mit Freundschaft zu tun, Vito. Hier geht's ums Geschäft. Und wenn ich versage, bin ich fällig. Ich kann ihn nicht gehen lassen. Ich habe einen Job angenommen und muss ihn zu Ende bringen. Wenn du nicht zusehen willst, kannst du gehen. Keiner erfährt, dass du hier warst. Also keine Sorge. Hör zu. Leo hat mir erzählt, dass das alles nur wegen Falcones Drogengeschäften passiert. Er verstößt gegen die Regeln und will alle Mitwisser beseitigen. Na und? Die einzigen Menschen, die diese Regeln nicht brechen, sind Frank Vinci und Leo. Und die haben mich nicht auf ihrer Lohnliste. Vito, vielen Dank für alles. Aber geh jetzt besser. Ich hatte ein langes, gutes Leben. Riskiere nicht Kopf und Kragen, nur um meinem alten Mann noch ein paar Jährchen zu verschaffen. Nein, Leo, es muss einen Ausweg geben. Vito, geh. Sorry, Vito. Keiner erfährt, dass du hier warst. Pass auf, dass du nicht gesehen wirst. Du schuldest mir einen Gefallen, Kumpel. Was? Na, Kleiner? Leo? Willst du einen Drink? Was ist passiert? Dein Freund und ich haben uns geeinigt. Ich werde abtauchen. Mich hält nichts mehr in dieser Stadt, seit meine Frau gestorben ist. Ich wollte mich ohnehin in der wärmeren Gegend niederlassen. Harry ist ein feiner Typ. Hauen wir ab, bevor dein Freund es sich noch anders überlegt. Harry ist echt ein feiner Typ. Ach, wir gehen hier raus. Darf ich den Playboy behalten? Cool, danke. Aber hey, Kumpel, die Folge ist vorbei, ne? Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Lass eine Bewertung da, damit die Playboys ewig regnen werden. Bis zum nächsten Mal und tschüss!